So, willkommen beim nächsten Booster-Opening auf diesem Kanal. Ich habe mir diesmal was ganz Schönes rausgesucht. Und zwar hatte ich ja mal einen Foil Ugin gezogen aus diesem Special Promo FNM Pack und so weiter in Japanisch. Das hat mich dazu angehalten, dass ich mir mal so ein War of the Sparks Japanisch kaufe. Man sieht schon, die Verpackung ist ganz anders. Ich weiß nicht, ob man das mittlerweile schon jeder mitbekommen hat, aber für mich ist das halt neu. Eine normale Booster-Packung, ich weiß nicht, ich habe hier glaube ich keine mehr rumliegen. Ich gucke mich gerade mal um. Habe ich hier noch? Ne, ich habe keine normale Booster-Packung mehr rumliegen. Manchmal eine kaputte leere. Auf jeden Fall, die sehen nicht so aus wie normale Booster-Packungen. Die sind hier unten viel dünner, hier oben viel dicker. Man kann die hier so aufhängen. Ja. Ja. Nee, das ist keine normale Booster-Packung. Mal gucken. Oh mein Gott. Oh, guckt euch das an. Das ist ja richtig creepy. Ich weiß nicht, wie die aufgehen. Ah, warte, hier oben. Ich sehe so ein... Oh. Oh. Warte, dann kann ich das auch beilegen, damit ich da nichts kaputt dran mache. Das hat's gebracht. Ja, lassen wir das. Mit Gewalt geht alles auf und dementsprechend... mal gucken. Oh Gott, das ist ein Wall 03 Token. Das ist eine Insel. Die sind verkehrt rum. Ja, die sind verkehrt rum. Das kenne ich sogar. Das ist Bolas ist irgendwas. Damit habt ihr die Rare direkt gesehen. Das ist voll sad. Pura. Das kenne ich auch. Das macht Damage. Das spielt man im Legacy. Das kenne ich nicht, aber das ist wahrscheinlich hier dasselbe für Nissa. Das findet man raus. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich zeige es einfach so. Ich mache es ganz normal runter. Man hat es jetzt schon gesehen. Aber es wird ein sehr kurzes Video, weil ich zu den Karten halt gar nichts sagen kann. Ich habe War of the Sparks komplett ignoriert. Ich würde eine Karte wie Lilianas Triumph erkennen, weil sie im Legacy gespielt wird. Die meisten werden eh schon abgeschaltet haben. Aber ich weiß auch nicht, ob das ein alternatives Artwork ist. Das könnt ihr mir mal sagen. Weil es gibt diese Planeswalker mit alternativem Artwork oder im normalen Artwork. Ich weiß auch nicht, ob das Booster gut war. Ich glaube nicht. Ich glaube, das Ding kostet irgendwie 1 Euro. Und der Booster kostet mehr als 1 Euro. Ich glaube, das Ding geht auch nochmal für 50 Cent. Keine Ahnung. Mal gucken. Ja. Das war schnell. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass sie so oben sind. Ist aber auch nicht schlimm. Die Insel ist tatsächlich ganz hübsch. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.